Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab jetzt ist Ihre Schonfrist vorbei. Ab jetzt müssen Sie mitarbeiten, selbst quervernetzen und Fragen selbst lösen. Wir befassen uns heute mit den Substanzen, die an Gefäßen dilatierend wirken können. Und denken Sie daran, es gibt nicht nur die Arterien, die wir dilatieren können, es gibt auch noch die Venen, die großen Venen, und es gibt die Koronargefäße, die wir pharmakologisch angehen wollen. Einige Sachen kennen Sie schon, und das ist das, was ich meine. Sie müssten mindestens zwei vasodilatierend wirkende Substanzgruppen kennen. Mal überlegen, was zieht die Gefäße zusammen? Angeon tendere. Nun, ich höre es doch, ja, die ACE-Hemmer. ACE-Hemmer natürlich nicht direkt, sondern sie hemmen das Enzym, was Angiotensin II als Effektorsubstanz, als vasokonstriktorische, physiologische Effektorsubstanz im Organismus normalerweise entstehen lässt. Ist weniger Angiotensin II vorhanden, dann kommt es zu einer Vasodilatation. Ja? Gut, davon ableiten können Sie direkt die nächste Gruppe. Zur Erinnerung, wenn unter ACE-Hemmern Reizhusten auftritt, dann ist die Alternative in diesem System an die Endstrecke zu gehen. Das heißt, wir können geben AT1-Rezeptor-Antagonisten, dann ist zwar noch normale Menge von Angiotensin II im Organismus vorhanden, im Blut zirkulierend oder im Endothel gebildet werdend, aber es kann nicht mehr vasokonstriktorisch wirken, weil die AT1-Rezeptoren blockiert sind durch diese spezifischen AT1-Rezeptorblocker. Sie werden feststellen, dass die beiden Substanzgruppen grün gedruckt sind. Soll heißen, das sind Mittel der Wahl zur Blutdrucksenkung, weil sie lebensverlängernd wirken. Und wir lassen jetzt zwei Plätze frei. Es gibt derer noch mehr. Es gibt also noch mehr Substanzen, die blutdrucksenkend wirken können über Effekte an den peripheren Widerstandsgefäßen, indem diese dilatiert werden. Und wir werden diese beiden Substanzgruppen heute kennenlernen. Jetzt habe ich einen schwarzen Strich hier eingebracht, soll heißen, alles, was darunter steht, sind nicht die Mittel der ersten Wahl zur blutdrucksenkenden Therapie. Warum? Nun ganz einfach, wir haben kennengelernt verschiedene Mechanismen, die zwar blutdrucksenkend wirken, die aber nicht lebensverlängernd wirken. So dass wir hier von den Mitteln der zweiten Wahl sprechen, und Sie haben auch da schon eine Substanzgruppe kennengelernt. Mal kurz überlegen. Bitte. Nun, die Blocker, die ja sehr stark vasodilatierend wirken an den Widerstandsgefäßen, dieser Busch-Effekt. Das heißt, der Blutdruck sinkt sehr rasch ab, und wir haben kennengelernt dabei, dass die unerwünschte Nebenwirkung ist, dass es zu einer Reflextachykardie kommen kann bei den reinen Alpha-1-Blockern. Und ich erinnere daran, wir haben noch das Urapidil besprochen, was eine eingebaute Bremse hat, weil es zentral über 1A-Serotoninrezeptoren die Triggerfrequenz der Sympathikuskerne zusätzlich hemmt. Also Vasodilatation, Busch, aber eingebaute Bremse direkt an den Sympathikuskernen im ZNS. Was ich schon mal erwähnt hatte, ist, dass Dihydralazin, etwas, was sehr angenehm zu lernen ist, denn wir können nicht so ganz klar sagen, wie der Wirkmechanismus in der Zelle zur Relaxation führt, auch das gibt es, aber eine Sache müssen wir zum Dihydralazin abspeichern, dass es bei Schwangeren wegen der Ungefährlichkeit für das werdende Leben, für den Fötus, angewendet werden kann in der akuten Therapie. Dann, wenn es darum geht, entgleiste hohe Blutdruckwerte bei der Schwangeren zu senken. Das Ganze passiert IV, perfusor gesteuert, und man kann mit Dihydralazin die Schwangere aus einer akuten Notsituation herausholen und den Blutdruck adäquat absenken. Eine weitere Substanz ist das Minoxidil. Das ist jetzt etwas ganz anderes, was wir noch nicht besprochen haben. Es ist ein Kaliumkanalöffner, und es ist klar, wenn an erregbaren Strukturen, hier den glatten Muskelzellen,
die Kaliumkanäle offen stehen, dann kann nicht aufgebaut werden. Das Kaliumgleichgewichtspotenzial heißt, die Zellen sind gar nicht in der Lage zu kontrahieren und diese Kaliumkanalöffner im engeren des Minoxidil gehört zu den stärksten blutdrucksenkenden Mechanismen, die wir in der Medizin kennen. Ein großer Nachteil allerdings, diese Kaliumkanalöffnung macht noch schneller Busch mit den peripheren Widerstandsgefäßen. Das heißt, ganz akut sackt der Blutdruck ab und wir müssen die immer kombinieren, wenn diesmal als Reserve-Antihypertonikum angewendet wird, als Schutz für den Patienten gleichzeitig dann intravenös mit einem Beta-Rezeptor-Blocker, damit die auftretende Reflextachykardie unterbunden wird und der Mensch nicht einen Herzinfarkt entwickelt unter diesem starken Tachykarden-Anstieg der Frequenz. Und zusätzlich auch immer noch mit hinzu ein Diuretikum, weil der Organismus sofort auf diese massive Blutdrucksenkung reagieren würde und würde verstärkt über die Niere Natrium und damit Wasser retenieren, also zurückholen ins System. Und Sie wissen, wenn wir Wasser in ein System geschlossener Röhren bringen, steigt wieder der Druck. Und diese Gegenregulationsmechanismen müssen unterbunden werden. Minoxidil findet nicht so häufig die Anwendung, wenn dann im Intensivstationsbereich. Das ist also nicht der breite Kassenschlager in chronischer Therapie, aber die Firmen haben manchmal etwas Glück, wenn sie neue Substanzen testen, irgendwann in Phase 1 Studien. Und bei Minoxidil fiel auf, dass es nicht nur sehr stark den Blutdruck absenken kann, sondern dass es darüber hinaus auch zu einer Hypertrichose führen kann. Das heißt also, die Körperbehaarung kann zunehmen, aber es geht nicht um die Körperbehaarung. Man stellte auch fest, dass das Kopfhaar in seiner Regeneration und in seinem Wachstum angeregt wird durch die Substanz. Jetzt bietet sich natürlich keine systemische Therapie an mit Minoxidil, dann würde der Blutdruck in sich zusammenbrechen. Aber man kann lokal auf die Kopfhaut einreiben, minoxidilhaltige Lösungen und kann zumindest versuchen, das Haarwachstum zu stimulieren. Auch da gibt es natürlich Grenzen und man sollte zunächst einen Hautarzt befragen, ob die Maßnahme sinnvoll ist und was der Grund des Haarausfalles ist. Es wenden vor allem Männer an, die durch ihren Testosteronstatus über das Dihydrotestosteron im oberen Bereich die Haare verlieren. Manche werden sich schon gefragt haben, ja, warum bleibt immer dieser Kranz stehen? Warum sind die immer üppig und voll und die Haare oben fallen aus? Nun, wenn man es ganz streng sieht, dann sind die Haare in diesem Kranz, der sich bei mir inzwischen grau gefärbt hat, das sind eigentlich noch Körperhaare. Und die Haupthaare sind die, die typischerweise beim Mann ausfallen können. Also keine Wunder erwarten. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Man kann frühzeitig Finasterid einnehmen, was auch bei Patienten mit benigner Prostatahyperplasie angewendet werden kann. Und da die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron verhindert wird durch Finasterid, kommt es auch zu einem Stoppen des Haarausfalles. Das allerdings wäre dann eine sogenannte Lifestyle-Indikation und sollte immer natürlich eine ärztliche Beratung stattfinden. Nicht einfach irgendwelche Substanzen auf dem Schwarzmarkt besorgen und dann selbst rumlaborieren. Das soll nicht Sinn sein dieser Vorträge. Diese Vorträge, nochmal, das sage ich des Öfteren, stellen keine medizinische Beratung dar. Wir besprechen zunächst die allgemeinen pharmakologischen Mechanismen, die es gibt, soweit bekannt. Und in einer Fortsetzung der Vortragsreihe beleuchten wir noch etwas näher die klinische Auswahl von Medikamenten bei bestimmten Erkrankungen. So, jetzt hier oben bei den Mitteln der Wahl kommt eine neue Gruppe hinzu, die Calciumkanal-Antagonisten, die bisher noch nicht erwähnt worden waren. Ich will jetzt etwas Blatt schaffen und die Calciumkanal-Antagonisten nennt man im Klinikfachjargon auch Blocker, die Calciumkanal-Blocker. Das heißt also, diese Kurzform, die wir auch bei den Beta-Rezeptor-Antagonisten kennen, die nennt man auch kurz Beta-Blocker im Kliniksprachgebrauch.
Es gibt da mehrere Gruppen und wir besprechen zunächst die Calcium-Antagonisten, die nur oder vorwiegend an den peripheren Widerstandsgefäßen wirken, nämlich die Dihydropyridine, und eine alte Leitsubstanz aus dieser Gruppe ist das Nifedipin, und Nifedipin kennen einige von Ihnen bereits als Zerbeißkapseln, also nifedipinhaltige Zerbeißkapseln. Eine andere Substanz ist Nitrendipin. Die können akut eingenommen werden und Sie wissen, bei welcher Indikation, wenn sehr hoher Blutdruck besteht und man ihn schnell senken will, dann kann man dieses Nifedipin anwenden, weil es eine ganz rasche Vasodilatation macht. Also ähnlich wie die Alpha-Blocker. Es macht wusch, die peripheren Widerstandsgefäße sind weitgestellt und der Blutdruck sinkt ab. Jetzt ist aber doch klar, ich kann nicht jedem Menschen dieses Nifedipin akut geben, wenn er entgleiste hohe Blutdruckwerte hat, nämlich wann nicht? Frage wieder an Sie, an alle, egal woher. Ja, wie bei den Alpha-1-Rezeptorblockern doch auch, den reinen Alpha-1-Rezeptorblocker, was tritt auf, wenn dieses Busch unter einem Calciumkanalblocker passiert? Ja klar, es kann zu einer reflexartig auftretenden Tachykardie kommen und die würde natürlich ältere Patienten, die gleichzeitig eine koronare Herzerkrankung haben, also Arteriosklerose in den Herzkranzgefäßen, gefährden. Denn durch die Leistungszunahme, durch dieses Gasgeben am Herzen, können diese Patienten in eine Angina pectoris hineingetrieben werden, pharmakologisch. Die Reflextachykardie kostet ja viel Sauerstoff, diese schnellere Pumpen. Und gleichzeitig kann natürlich sein, bei sehr ausgeprägten Befunden in koronaren Bereichen, dass die Patienten in einen Herzinfarkt geraten. Also ich würde normalerweise eine Grenze ziehen in der Blindengabe von Nifedipin oder Nitrendipin akut, so circa bei 50 Jahren. Jeder, der über 50 Jahre alt ist, da muss ich potenziell mit Veränderungen im Herzkranzgefäßbereich rechnen. Und wenn da eine dicke Arteriosklerose drin sitzt, die halt vorher noch nicht bekannt war, dann schießen sie die Menschen unter Umständen in einen Herzinfarkt. Es ist kein Spaß, was ich hier sage. Ja? Und sie haben ja noch eine andere Möglichkeit, dann schnell Blutdruck zu senken, ohne die Gefahr der Reflextachykardie. Und deshalb sage ich, ab 50 aufwärts sollte die Therapie bestehen mit der Gabe von Urapidil. Denn dort machen wir auch Busch bei den peripheren Widerstandsgefäßen. Die Wirkung ist rasch, der Blutdrucksenkung setzt sofort ein, aber über die zentral hemmenden Effekte kommt es eben nicht zur Reflextachykardie. Jetzt können Sie fragen, was ist bei einer Schwangeren, wenn die an einer Bluthochdruckkrise leidet? Ja, der kann ich normalerweise Nifedipin oder Nitrendipin einmalig geben. Die Schwangere wird nicht gleichzeitig die ausgeprägteste Arteriosklerose haben. Ja? In der chronischen Therapie wiederum aber nicht bei Schwangeren, zumindest im ersten Trimenon, weil im Tierversuch nachgewiesen werden konnte, dass diese Substanzgruppe im Tierversuch teratogen sein kann. Und wir wollen sowas natürlich nicht bei Menschen erzeugen. Wir sprechen dann von potenziell teratogen. Also einmalige Anwendung bei Bluthochdruckkrise, bei der Schwangeren, ja, ab dem zweiten und dritten Trimenon, aber nicht in der Dauertherapie im ersten Trimenon. Okay, darüber nochmal nachdenken. Das sind immer noch Ergänzungen, die wichtig sind für die klinische Anwendung, die über die reinen Wirkmechanismen hinausgehen. Wegen dieser Reflextachykardie überlegte man pharmazeutisch schon lange, wie könnte man dagegen etwas tun. Und es gibt dann sogenannte Retardpräparate. Das heißt, das Nifedipin ist immer noch der Wirkstoff wie vorher, aber es wird aus einer speziellen Präparation der Tablette langsam freigesetzt, sodass ich nicht dieses Busch der peripheren Gefäße bekomme, sondern durch dieses langsame Freisetzen aus dem Träger, aus der Tablette oder aus dem Trachee kommt es zu einem langsamen Anfluten der Substanz im System und auch zu einer verzögerten Vasodilatation, die dann nicht typischerweise diese reflexartige Tachykardie macht. Okay, also alles logisch und gut. Es gibt allerdings seit Jahren neuere Entwicklungen, bei denen man am Molekül gebastelt hat, aus dem Grunde,
Beim Amlodipin gibt es eine langsame Anflutung des Wirkstoffspiegels. Das heißt, die Gefäße können gar nicht dieses Push mitmachen und sich relativ rasch dann dilatieren. Und es ist auch eine etwas gleichmäßiger über den Tag verteilte Wirkung und eine lange Wirkdauer. Das heißt, nicht so wie beim Nifedipin, was man ganz früher bis zu dreimal täglich einnehmen musste, damit ungefähr gleiche Wirkspiegel erhalten bleiben. Und es ist ja klar, wenn ein Patient dann in der Situation mal eine Dosis vergisst, dann schwanken ja die Wirkspiegel stark. Dann ist mal eine Dilatation der Gefäße da, dann ist wieder wenig Wirkstoff da, dann geht der Druck wieder hoch. Und dieses Schwanken will man natürlich in der Dauertherapie vermeiden. Und aus dem Grunde gibt es heutzutage die Hydropyridine, die sehr lange wirken und langsam anfluten. Bei den Calciumkanal-Antagonisten vom Dihydropyridin-Typ gibt es zwei Nebenwirkungen, die zu erwähnen sind. Bei manchen Patienten tritt im Bereich der Unterschenkel und auch manchmal der Knöchel ein prätibiales Ödem auf oder ein Ödem im Bereich der Knöchel. Eigentlich fast so wie bei einer Herzleistungsschwäche, nur dass es kein Stau ist in dem Falle, der durch die mangelnde Pumpleistung des Herzens entsteht, sondern es ist wahrscheinlich so, dass durch die Hydrostase, also die Blutsäule, die Wassersäule, die Flüssigkeitssäule, die im Organismus vorhanden ist, solange wir stehen, die sich dilatierenden Gefäße etwas weiter drückt und im Bereich der unteren Extremitäten Wasser austritt aus den Gefäßen. Es kommt ja immerhin als gewünschte Wirkung zu einer Dilatation der Arterien und dass sich dies dann in den unteren Körperbereichen ansammelt. Das Zweite, was natürlich passieren kann, ist, wenn ich arterielle Gefäße ziemlich stark dilatiere, dass es im Bereich dann der Meningealarterien, der Meningealgefäße zu einer Dilatation kommen kann. Und nicht wenige Menschen haben als Nebenwirkung nach Einnahme von Dihydropyridin eigentlich ja zur Blutdrucksenkung, dadurch allerdings Migränekopfschmerz. Und dann muss man natürlich als Arzt umentscheiden, wenn dies dauerhaft stattfinden sollte oder auch diese Schwellungen sehr stark sein sollten, dann muss man eine andere Wirkstoffgruppe wählen. Und wir wissen, normalerweise wollen wir eigentlich beginnen mit den ACE-Hämmern aus vielerlei Gründen, die in spezielle und klinische Pharmakologie nochmal erläutert werden. Man hat wegen dieser reflexartig auftretenden Tachykardie in der pharmazeutischen Industrie dann noch andere Strategien entwickelt. Man sagte, okay, man bleibt bei diesem Wege der Calciumkanalblockade, kann dadurch die Widerstandsgefäße weit machen und den Blutdruck senken, aber wir bauen in die Moleküle eine Bremse mit ein und die Bremse ist das, auf das Reizleitungssystem des Herzens diese Substanzen noch hemmend einwirken können. Und das ist ja jetzt so ähnlich wie beim Beta-Blocker, allerdings über einen anderen Mechanismus, ein Ausbremsen einer eventuell auftreten wollenden Tachykardie. Der Beta-Blocker wirkt hemmend auf das Reizleitungssystem durch Blockade des Beta-1-Rezeptors. Und diese Substanzen wirken hemmend auf die Frequenz und die Reizleitung und teilweise auch auf die Inotropie in unterschiedlichem Maße durch die Bremsung dort, wo vor allem das Aktionspotenzial Calciumkanal getragen ist, also vor allem im Reizleitungssystem. Calciumkanal getragen heißt, dort sind zwar schnelle Natriumkanäle, aber sie kommen nicht zum Zuge. Diese Kanäle sind ja alle spannungsabhängig und es öffnen sich, bevor überhaupt die Natriumkanäle angesprochen werden könnten, durch Depolarisation bereits die Calciumkanäle. Und deshalb wirkt eine Calciumkanalblockade dann in diesem Bereich des Herzens bei diesen beiden Substanzgruppen. Achtung, das sind keine Benzodiazepine, das sind ja die Dinge, die ruhig machen im Kopf, im ZNS, sondern die Benzodiazepine. Und das sind ja Substanzen, TIA heißt ja immer, da ist eine Schwefelgruppe drin enthalten im Molekül. Und das andere sind die Phenylalkylamine. Aber jetzt bitte, diese beiden Substanzgruppen sind eigentlich nicht wichtig. Und jeder Arzt in Deutschland spricht nur von Calciumkanalblockern vom Diltiazem oder vom Verapamil-Typ.
Was der Vorteil ist, ist, dass keine Reflextrachykardie auftritt. Und man dachte, man hätte damit den Durchbruch erreicht, man könnte die Dihydropyridine ablösen, aber es gibt dabei ein Problem, nämlich, was ungünstig ist, ist ja, dass wir im Bereich des Herzens an einer sehr sensiblen Struktur herumfummeln, nämlich am Reizleitungssystem. Und offensichtlich ist es so, wenn wir diese Ionenkanäle drosseln oder hemmen und den Calciumfluss beeinflussen, dass, wenn es zu Wirkspiegelschwankungen kommt, dies ungünstige Effekte haben kann auf den Gesamtoutcome der Patienten. Und man hat festgestellt, wenn man im antiarrhythmischen Bereich diese Substanzen sehr langfristig gegen Tachykardien anwendet, dass sie sogar eventuell die Mortalität steigern können. Ja? Normalerweise würden wir bei einer Tachykardie ja einen Beta-1-Rezeptorblocker geben wollen, aber wir wissen, bei schwerem Asthma geht dies nicht, weil wir dann unter Umständen durch Mitblockade der Beta-2-Rezeptoren Atemnot auslösen können, und aus dem Grunde können wir dann als Alternative mal für einen Beta-Blocker diese Substanzgruppen geben. Was halt ungünstig ist, ist die dauerhafte Wirkung auf die Reizleitung und damit dabei gar nicht das Dauerhafte, sondern wahrscheinlich Wirkspiegelschwankungen, wie vorhin schon erwähnt. Bei der Gefäßrelaxation gibt es ja dann mehr Effekt und weniger Effekt, je nachdem, wie viel Substanz im System anwesend ist. Und so kann es wahrscheinlich hier auch sein, dass dieses potenzielle Schwanken der Wirkung sich am Reizleitungssystem des Herzens eher ungünstig auswirkt. Wir wollen diese Calciumkanalblocker, die am Herzen mitwirken, die wollen wir nochmal besprechen bei den Klasse 4 Antiarrhythmika, und vielleicht jetzt schon der Vorblick: die einzige Antiarrhythmika-Gruppe, die lebensverlängernd wirkt, sind die Beta-Blocker. Und nur wenn die nicht gehen, kommen die anderen zum Zuge. Okay? Jetzt ist hier oben noch ein Platz frei bei den Mitteln der Wahl, und Sie werden jetzt etwas überrascht sein. Es wird hier eine Substanzgruppe genannt, die zu den harntreibenden Substanzen gehört, zu den Thiazid-Diuretika. Und jetzt werden Sie fragen, ja, was soll der Quatsch? Lässt man bei Bluthochdruck so viel Volumen ab, bis der Blutdruck absinkt? So war das übrigens ganz, ganz früher. Man machte tatsächlich bei hohem Blutdruck Aderlässe und hoffte, indem man Volumen entfernt aus dem Organismus, dass man den Blutdruck senken kann. Das funktioniert natürlich nur von ultrakurzer Dauer und ist keine adäquate Therapie. Genauso wenig wäre das Ablassen über den Harn von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem eine adäquate Therapie, denn die Alpha-1-Rezeptoren würden einfach die entwässerten Gefäße enger stellen und der Blutdruck bliebe relativ gleich. Was aber die Thiazid-Diuretika und eingeschränkt auch die Schleifendiuretika machen können: sie können eine direkte gefäßerweiternde Wirkung machen. Und wir wollen das, ich schaffe jetzt wieder etwas Platz der Übersichtlichkeit wegen, wir wollen das jetzt separat besprechen. Einmal machen die Thiazid-Diuretika im Nierenparenchym, in den Nephronen, dort wo die Harnbildung und Harnkonzentration stattfindet, einen diuretischen Effekt. Dies möchte ich allerdings erst in dem Vortrag besprechen, wenn wir die Diuretika als Gesamtgruppe besprechen. Und das Zweite, was die Thiazid-Diuretika machen, ist eine direkte gefäßerweiternde Wirkung. Jetzt werden Sie fragen, über was? Ja, machen die irgendwas am ACE oder machen die was am AT1-Rezeptor oder sind es vielleicht auch Calciumkanalblocker? Nein, die Thiazid-Diuretika sind zusätzlich neben ihrer diuretischen Wirkung noch milde Kaliumkanalöffner. Milde. Wir haben vorhin das Minoxidil kennengelernt, was ein sehr stark wirkender Kaliumkanalöffner ist, wo wir dann diesen kompletten Blutdruckzusammenbruch erzeugen können, und die Thiazide machen dies in einer abgeschwächten Form, was dann je nach Dosis zum gewünschten vasodilatierenden und damit blutdrucksenkenden Effekt führen kann. Jetzt gibt es dabei ein Problem, und jetzt wirklich aufgepasst. Es gibt bestimmte Arzneimittel, die jahrzehntelang Mittel der Wahl waren bei der blutdrucksenkenden Therapie, die man heutzutage nicht mehr als die 1A-Mittel der Wahl sehen kann. Wir haben schon gehört, dass die Beta-Blocker früher natürlich das Nonplusultra waren, solange man die ACE-Hämmer nicht kannte, dass wir aber wissen,
Der übergewichtige Patient kann durch Beta-Rezeptor-Blocker schwer nur abnehmen. Aus dem Grunde bezeichne ich den Beta-Rezeptor-Blocker als ein Mittel der 1b oder sogar zweiten Wahl bei der Blutdrucksenkung. Und auch die Thiazide, auch wenn das viele, viele Kollegen noch vertreten, das sei das Mittel der Wahl und die sind gut steuerbar und gut verträglich für den älteren Patienten. Ja, das mag alles sein, aber es ist seit neuerer Zeit bekannt, dass diese Thiazid-Diuretika durch ihren Wirkmechanismus eine unerwünschte Wirkung auslösen, die wir nicht im Patienten erzeugen wollen. Und wir wollen dies jetzt gemeinsam verstehen. Das Problem ist, dass es an der Bauchspeicheldrüse in den insulinproduzierenden und freisetzenden Zellen auch Kaliumkanäle gibt. ATP, also energieabhängige Kaliumkanäle, die normalerweise, wenn sie geblockt werden, Insulin freisetzen können, als Folge des intrazellulären Signalweges. Die Sulfonylharnstoffe als orale Antidiabetika tun dies. Die können aktiv, neben dem physiologischen Prozess, aktiv diese Kaliumkanäle blocken und es kommt dann vermehrt zur Insulinfreisetzung. Und jetzt ist doch schon klar, was wahrscheinlich eingepreist ist, wenn wir mit den Thiazid-Diuretika die peripheren Gefäße mit Kaliumkanalöffnung relaxieren. Diese Kaliumkanalöffnung findet ja nicht nur dort statt, sondern auch an diesem Kaliumkanal in der insulinfreisetzenden Zelle des Pankreas. Und jetzt ergibt sich ja ein unerwünschter Effekt, nämlich wenn diese Kaliumkanäle nicht blockiert werden und Insulin freigesetzt wird, sondern jetzt geöffnet werden, dann geschieht ja das Gegenteil. Das heißt, Insulin wird weniger freigesetzt. Und das wird zum Problem für Patienten, die gerade schon so an der Grenze herumdümpeln zu einem manifesten Diabetes mellitus Typ 2, also der angegessene Diabetes mellitus. Im Normalzustand ohne diese Thiazide funktioniert der Regelmechanismus noch normal, aber wenn wir zusätzlich durch Blutdrucksenkung mit Thiaziden an der Pankreaszelle die Insulinfreisetzung behindern pharmakologisch, dann schwappen diese Patienten hinüber in das klinische Bild des manifesten Diabetes mellitus. Das heißt, die haben ja jetzt relativ zu wenig Insulin und deren Blutzuckerwerte können ansteigen. Und aus dem Grunde, das ist garantiert nicht das Mittel der Wahl für Patienten, die massiv übergewichtig sind oder die ohnehin schon an einem Diabetes mellitus leiden, weil dann würden wir die Situation sogar noch verschärfen. Und wir nennen die aus dem Grunde, die Thiazide mit dieser milden Kaliumkanalöffnung als blutdrucksenkenden Wirkmechanismus prodiabetogen. Ich möchte aber das Thema nochmal etwas ausführlicher besprechen, bei der Besprechung des Diabetes mellitus selbst. Okay? Jetzt gehen wir weg von den Arterien, wir gehen in ein anderes Gefäßsystem, in den Bereich der großen Venen und der Hohlvenen. Warum betone ich große Venen und Hohlvenen? Nun deshalb, weil die kleinen Venen ja nicht kontraktil sind. Die kleinen Venen, die werden durch die Skelettmuskulatur zusammengepresst und das Blut wird nach oben geschafft und die Venenklappen machen dann eine Ventilfunktion. Also dort kann ich nicht irgendwie eingreifen und relaxierend auf irgendwelche glatte Muskulatur einwirken wollen, sondern die großen Venen, die zuführenden Venen zu den Hohlvenen und die Hohlvenen selbst, die sind kontraktibel und wir wissen ja aus der Vorbesprechung, warum, wenn wir vom Liegen ins Sitzen gehen und aufstehen, dann würde unser Blut in den Venen versacken und damit das nicht passiert, sind die großen Venen kontraktibel. Das heißt, die haben glatte Muskulatur, die über Alpha-1-Rezeptoren konstringiert werden kann. Und damit die Hohlvenen und die großen Venen enger gestellt werden können, was beim Aufstehen dann einen stabilisierenden Effekt hat. Die Blutsäule, die eigentlich versacken würde, wird aufgefangen durch diese gegenläufige Kontraktion. Da ist es nochmal dargestellt, dass die großen Venen tatsächlich dilatiert werden können und jetzt sind Sie wieder dran. Ich habe jetzt eigentlich genug geredet. Nun, egal wo Sie sitzen, was ist die Antwort?
Ja klar, die Nebenwirkung, die unerwünschte Wirkung der Alpha-1-Blocker war doch gerade, dass die Venen dilatiert werden können, ungewollt, und dass wir dann eine Orthostase-Problematik bekommen. Auch das ist ein Grund, warum die Alpha-1-Blocker nicht das Mittel der Wahl sind zur antihypertensiven Therapie, weil wir ja durch den Mechanismus alleine, durch die mangelnde Alpha-1-Konstriktion der Klappenmuskulatur der Venen, eine Orthostase-Dysregulation auslösen würden. Also das kennen wir bereits, und ich hatte gesagt, die trizyklischen Antidepressiva haben neben ihrem Hauptmechanismus, dass sie die Wiederaufnahme hemmen von Monoaminen in die Präsynapse, noch zusätzlich eine Alpha-1-blockierende Wirkung, und auch die können letztlich unter Umständen eine Orthostase-Problematik auslösen bei bestimmten Patienten. Nicht jeder Patient bekommt dieses, aber es ist eben eine mögliche Nebenwirkung, sobald als Nebenmechanismus eine Alpha-1-Blockade bei einer Substanzgruppe mit eingepreist ist. So, und jetzt lernen wir was Neues kennen, was auch auf die Venen einwirkt, die NO-Donatoren, also stickstoffmonoxidfreisetzende Substanzen. Ich habe das mal ausführlich hingeschrieben. Das NO ist das Stickstoffmonoxid. Ja, also sagen Sie nicht in Prüfungen, das NO wird freigesetzt, das ist was anderes. Das NO ist einfach Stickstoffmonoxid. Und dieses Stickstoffmonoxid kennen wir ja schon aus dem Endothel der Gefäße, und wir wissen, dass die arteriellen Gefäße immer in so einem gewissen Relaxationszustand gehalten werden bei gesundem Endothel, und wenn es zur Verletzung kommt, das Endothel abreißt, dann kommt es dort durch synergistische Effekte zu einem Verschluss der Gefäße. Warum wirken die an den großen Venen, werden Sie fragen, und eben nicht hauptsächlich an den Arterien? Nun, eine einfache Erklärung ist zunächst, dass die großen Venen, wenn Sie die durchschneiden in der Anatomie und histologisch betrachten, viel weniger glatte Muskulatur haben als die muskelstarke Aorta. Und ich habe das nochmal hier dargestellt. Wenn wir 2-Hub-Nitro-Spray geben, Sie kennen wahrscheinlich diese Akutsprays, die NO-freisetzende Substanzen enthalten. Man pumpt in den Mund 2-Hub, und die Substanz ist, diese NO-freisetzende Substanz ist so gut resorbierbar im Mundbereich, dass die Wirkung im System, also im Gesamtorganismus, innerhalb von Sekunden auftritt. Und wenn wir jetzt 2-Hub, was diese Tropfen jetzt darstellen sollen, im Organismus verteilen, dann ist ja klar, dass diese Dosis mehr Wirkung haben wird in der Relaxation der Venen, einfach weil dort weniger glatte Muskulatur relaxiert werden muss. Und in den Arterien ja keine große Chance hat, also die Aorta zu relaxieren oder sehr glattmuskelstarke periphere Arterien zu relaxieren, da ist einfach die Dosis zu gering. Achtung, bevor jetzt Kollegen schreien und sagen, stimmt ja gar nicht mit der glattmuskulären Zellmenge und all dieses, gegen Ende erläutere ich es noch etwas genauer. Zum Verstehen ist es an der Stelle aber gut, es so zu erklären. Also, wenig Dosis macht schon eine Relaxation der großen Venen. Viel Dosis, 10-Hub-Nitro, und das habe ich früher in der Vorlesung im Hörsaal vorgeführt, also 10-Hub, das war schon mutig, da war ich aber auch 20 Jahre fast jünger als jetzt. Dann sehen wir, wenn die Dosis dann verteilt würde, dann ist die auch irgendwann ausreichend, einfach von der Menge her, von der NO-Menge her, die auf die glatten Muskelzellen einwirkt, dass es zu einer Relaxation auch der peripheren Arterien kommt. Und früher, wenn ich das machte, 8 bis 10 Hub Nitro instillieren, dann bildete sich sehr plastisch meine Temporalarterie heraus, die dann dadurch dilatiert wurde. Aber nicht nachmachen, bitte. Ja, das ist gefährlich, weil logischerweise, wenn ich dann durch 10 Hub Nitro die Venen fast gesamt dilatiere und auf der anderen Seite auch noch die Arterien dilatiere, dann kommt es natürlich zu einem sehr starken Blutdruckabfall und zu einer entsprechenden, auch dann reflexartig auftretenden Tachykardie. Das war bei mir dann sehr gut messbar, da ging die Frequenz teilweise auf 160 oder 170 Schläge pro Minute hoch. So, bleiben wir bei der normalen Dosis, und wir wissen, vorwiegend werden die großen Venen dilatiert. Jetzt nach diesen Vorüberlegungen gehen wir
zu einem weiteren Gefäßanteil, der für uns in der Therapie wichtig ist, nämlich die Herz-Kranz-Gefäße, die wir dann therapeutisch beeinflussen wollen, wenn es zum Symptom der Angina pectoris kommt, zu diesem Vernichtungsschmerz im Brustbereich, links, oft mit Ausstrahlung in den linken Arm, was ja ein Vorbote sein kann für einen Herzinfarkt. Und diese Angina pectoris tritt ja bei besonderen Belastungssituationen auf, die bei Corona-Herzerkrankten oft dann im Belastungs-EKG reproduzierbar sind. Wenn es reproduzierbar ist, sprechen wir von einer stabilen Angina pectoris, die wir jetzt überwiegend besprechen wollen. Und es gibt noch die instabile, wo wir nicht vorhersehen können, wann die schwere Angina pectoris oder der Herzinfarkt auftreten, weil sich bei bestimmten Plaques dann wie so eine Tasche bilden kann und die kann natürlich ganz plötzlich und unerwartet das Gefäßlumen verschließen. Bei der stabilen Angina pectoris ist meistens eine Einbackung durch Arteriosklerose stattgefunden, die den Durchfluss durchs Gefäß stabil behindert und wir können dann zum Beispiel bis 120 Watt belasten und ab dann hat der Patient Sauerstoffnot in seinem Herzmuskel und bekommt dann diese typischen schmerzartigen Zustände im Bereich der linken Brust. Jetzt muss ich ein bisschen Physiologie ganz kurz nochmal bringen, damit man das Weitere versteht. Was ist am Herzen anders als am quergestreiften Muskel? Eine wichtige Sache, das Herz zieht bereits in Ruhe aus dem Blut 70% des Sauerstoffes heraus, der angeliefert wird. Also das, was an Sauerstoff in den Erythrozyten gebunden ist, wird bereits durch die Koronargefäße, durch diese Hochleistung, die das Herz erbringt, herausgesaugt aus dem Blut. Der Skelettmuskel in Ruhe tut ja nicht viel und er nimmt im Prinzip eigentlich nur so circa ein Drittel des angebotenen Sauerstoffes heraus und kann dies dann steigern auf mehrfache Menge in dem Moment, wo der Skelettmuskel kämpft und in Aktion ist. Also beim Herzen sind wir schon limitiert, dass wir eigentlich nicht mehr Sauerstoff bei Bedarf den Erythrozyten abnehmen können. Das ist ein Problem und wir können eigentlich nur, wenn das Herz arbeitet, durch eine Steigerung der Durchblutung den Herzmuskel sicher versorgen mit Sauerstoff. Und Sie erinnern sich doch an Monoamine 3. Die Koronargefäße sind aus dem Grunde doch extra mit Beta-2-Rezeptoren versorgt, weil die vasodilatierend wirken, beziehungsweise dilatierend auf glatte Muskulatur. Und die sitzen logischerweise an den Herz-Kranz-Gefäßen, um genau das da machen zu können, um bei Bedarf die Koronargefäße weitstellen zu können. Ja? Diese Grundüberlegung muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also ich empfehle Ihnen, wenn Sie irgendwo hängen und thematisch nicht mitkommen, so lange Monoamine 3 schauen, bis Sie es verinnerlicht haben, weil Sie damit die Basis eigentlich haben für die innere Medizin und auch für die Notfallmedizin. Und der Koronardurchfluss hängt dann natürlich auch noch ab von mehreren Dingen. Ist der Aortendruck hoch, dann kann das Blut in die Koronargefäße gepresst werden. Was aber der Füllung der Koronargefäße entgegensteht, ist, wenn das Herz in der Diastole stramm gefüllt bleibt. Das heißt also, wenn der Restdruck, der im System stehen bleibt, hoch ist. Und warum ist das so? Nun, nur in der Diastole, wenn der Herzmuskel erschlafft, kann er in den Koronargefäßen mit Blut versorgt werden und befüllt werden. Sozusagen. Es ist ja auch klar, warum. In dem Moment, wo die Systole stattfindet und der Herzmuskel massiv auspumpt, in dem Moment werden ja eigentlich auch die Herzkranzgefäße mit zusammengedrückt und in dem Moment findet ja keine orthograde Füllung der Herzkranzgefäße statt, die dann den sich zusammenkrampfenden Muskel in dem Moment adäquat versorgen könnten. Also Füllung Herzkranzgefäße und Sauerstoffversorgung eigentlich dann nur in diesem erschlafften Zustand. Je mehr innen drin bleibt, umso härter eigentlich die Wand des Herzens, umso größer dieser Druck in der Wand des Herzens. Und dann ist doch klar, ist der diastolische Restdruck hoch, dann fühlt sich halt das Herz schlechter und der Herzmuskel ist schlechter versorgt. Und Sie erinnern sich, ganz am Anfang bei dem Bluthochdruckvortrag sagte ich bereits, eigentlich ist sogar dieser zweite Wert der wichtigere, weil das ist der Gesamtrestdruck, der immer stehen bleibt, der die Organe belastet und der die Füllung des Herzens behindert.
Okay, also immer bei der Therapie auch gezielt auf den unteren Wert schauen. Und dann das dritte und eigentlich ja auch wichtigste bei kranken Menschen, bei Herz-Kranz-Gefäß-Kranken ist der koronare Widerstand. Es ist doch jetzt ganz logisch, wenn Sie Ihr Endothel ruiniert haben und es kommt da drin zu einem korallenartigen Wachstum von Arteriosklerosematerial, dann macht es doch den Durchmesser des Herz-Kranz-Gefäßes eng und das danach liegende Herz-Kranz-Gefäß kann weniger gefüllt werden. Das ist ja das Problem, was passiert, wenn wir Endothelschäden haben. Und Achtung Leute, jetzt wirklich aufgepasst. Es ist heute relativ viel Stoff, aber es ist ab jetzt jede Silbe wichtig. Und wenn Sie sagen, ach, das wiederholt er doch zum dritten Mal, ja doch nicht ohne Grund. Wer im Moment mit Endothelschaden Fragezeichen im Kopf hat und nichts damit anfangen kann, was ich im Folgenden sage, dem empfehle ich dringend, den allerersten Vortrag über den Bluthochdruck zu schauen. Dort wird erklärt, warum wir Bluthochdruck behandeln müssen. Und dort wird auch diese Sache erklärt mit den Endothelschäden im Gefäß, mit der Verletzung der Teflonschicht, mit der Verletzung der Leitplanke in unseren Arterien. So, im Koronargefäß kann es sein, dass durch verschiedene Einflüsse bereits ein Endothelschaden stattgefunden hat. Und wenn Sie an den Bluthochdruckvortrag denken, dann erinnern Sie sich, dass normalerweise der Parasympathikus ja bei intaktem Endothel eher eine Dilatation der Gefäße macht, reißt aber aus irgendeinem Grund das Endothel ein oder ab, dann versucht der Parasympathikus diese Stelle zu verengen. Normalerweise, weil geglaubt wird vom Organismus, an der Stelle sei eine Schnittwunde. Das, was dann passieren kann, ist unter Parasympathikus-Einfluss nicht sofort ein Komplettverschluss des Gefäßes, aber es kann auftreten, wenn Herz-Kranz-Gefäße betroffen sind vom Endothelschaden, eine vasospastische Angina pectoris. Und die meistens nachts gegen 4, 5 Uhr. Und ich will von Ihnen jetzt wissen, warum. Warum ist es nachts in völliger Ruhe, wenn der Patient schläft? Warum bekommt er dann eine vasospastische Angina pectoris? Warum zieht ausgerechnet nachts um 4 der Parasympathikus das schon endothelgeschädigte Koronargefäß zusammen? Ne? Ganz einfach, ja. Ganz einfach deshalb, weil wir nachts schlafen, der Ruhenerv hochaktiv ist und der Parasympathikotonus in dieser Zeit besonders hoch ist. Und es kann dann ausreichen, dass durch erhöhte Vaguseinwirkung der Vagusäste auf das Gefäß es bei völliger Ruhe zu einem Angina pectoris Anfall in der Nacht kommen kann. Wenn dies auftritt, dann ist es klar, das ist der Vorbote, dass da schon was kaputt ist und dass an der Stelle, wenn wir nicht reagieren und gesünder leben, an der Stelle dann eine manifeste Arteriosklerose entstehen wird. Achtung! Jetzt theoretisch könnten Sie ja sagen, ja, wenn doch das NO von der Endothelschicht fehlt, ach, dann geben wir halt so einen NO-Donator. Und der kann ja dann an der Stelle, wo das Endothel fehlt, da kann er ja dann durch sein NO diesen Spasmus antagonisieren. Ja, das würde man auf Anhieb so denken. Das geht auch ab einer gewissen Dosis ein wenig. Aber jetzt denken Sie doch nochmal dran, was wir vorher besprochen haben. Das sind doch Arterien, bei denen wirkt doch die normale Dosis von 2 Hub Nitrospray wirkt doch gar nicht so stark dilatierend wie gewünscht. Also das da ist nicht der Mechanismus. Es ist etwas komplexer, warum bei einer vasospastischen Angina pectoris die Beschwerden nachlassen, wenn wir NO-Donatoren gegeben haben. Und ich will es jetzt gar nicht erklären an der vasospastischen Angina, sondern an der Arteriosklerose ausgelösten Angina pectoris. Es ist nämlich so, wenn wir zunächst den Endothelschaden haben, kann es zu diesem Spasmus kommen. Aber der Organismus versucht natürlich, diesen Bereich zu reparieren. Und das Erste, was reagiert, ist klar, die Thrombozyten, die Leitplankenwächter, unsere Autobahnwägen, die Kontrollwägen, die ja sehen, an der Stelle ist eine Rauigkeit. Da ist das Endothel, die Leitplanke, kaputt. Und was passiert dann? Nun, die Thrombozyten werden A aktiviert zur Aggregation, aber sie setzen auch frei Serotonin.
Und jetzt merken Sie langsam, wie die Themen im Organismus sich anfangen zu vernetzen. Das Serotonin, was da dann freigesetzt wird, ist nur ein Teil, was an dieser Stelle, die diese Fehlstelle an Endothel aufweist, zu einer Entzündungsreaktion führt. Also immer dann, wenn das kaputt ist und die Zellen, die Thrombozyten werden aktiviert, dann wird zur Reparatur hier zunächst eine Entzündungsreaktion ausgelöst. Und das will ich nochmal erwähnen, dann beim Thema Schmerz und Entzündung. Physiologisch ist es halt gedacht für eine akute Verletzung des Endothels. Und was bei uns halt im Herzkranzgefäß passiert, ist, dass wir ab 50 dort durch unsere Lebensweise Endothelschäden erzeugen. Und der Organismus versucht zwar mit dieser Akutmaßnahme diesen Defekt zu sanieren. Wenn wir aber weiterhin Schäden auslösen, dann ist doch klar, dass wir an der Stelle eine chronische Entzündungsreaktion auslösen. Und jetzt wird es noch viel schlimmer, denn Sie geben ja normalerweise Ihrem Autolack sogar eine Nanoversiegelung, wenn sie 30 Euro kosten würde in der Waschanlage. Aber was Sie halt nicht tun, ist, Ihren inneren Lack zu pflegen. Und jetzt ist doch nicht mehr schwer, dass das Endothel durch allerlei Dinge kaputt gemacht wird, die Sie mit Muße tun. Und das sind die Risikofaktoren, die Sie in jeder Broschüre lesen, was eben Arteriosklerose auslösen kann. Ja, Rauchen hat halt jede Menge aggressive Substanzen, die das Endothel schädigen können. Der Blutdruck presst das Endothel einfach physikalisch kaputt, wie im ersten Vortrag erläutert. Der Diabetes mellitus, bildlich gesprochen, zerkratzt das Endothel und macht es kaputt. Im engeren, es wird glykosyliert und dadurch geschädigt und kann durch Diabetes alleine auch dann kaputt gehen. Und, was ich bisher noch nicht erwähnte, wenn wir zu viel Fett essen, dann machen wir auf Dauer unser Endothel kaputt. Sie müssen, was ich sage, stimmt doch, dass wir von der Medizin her, von unserem Organismus her immer noch Höhlenmensch sind. Und der Höhlenmensch hat doch nicht jeden Tag Mark eines Mammuts ausgelutscht, sondern er hat, wenn er mal so eine fettreiche Mahlzeit hatte, wieder 3 Wochen hungern müssen, bis er etwas Adäquates gefunden hat zu essen. Beim Höhlenmensch war es halt nicht so, dass in der Tiefkühltruhe das fette, süße Eis lagert, was wir nach Belieben in unendlicher Menge in uns hineinstopfen können. Verzeihen Sie mir jetzt dieses Predigthafte, aber Sie selbst sind schuld, wenn Ihr Endothel kaputt geht. Legen Sie doch mal einen Tag ein, wo Sie einfach nichts essen. Ja, das kommt der Situation als Höhlenmensch mehr entgegen als diese ständige, dauernde Überernährung. Und das Schlimmste, was meiner Meinung nach auf dem Markt ist zurzeit, das sind diese Frusips, weil man damit hochkalorische Zuckerlösung zu sich nimmt, wo der Körper sich ja noch nicht mal die Mühe machen muss, es zu verdauen. Ja, und Sie werden sehen, wenn wir zum Thema Krebs kommen, gebe ich Ihnen noch viel mehr die Peitsche, weil es noch viel mehr Dinge gibt, wie Sie Ihren Organismus ruinieren. Wir müssen wieder lernen, den Organismus so zu pflegen, als seien wir Höhlenmenschen. Und es ist ja die Evolution, muss ich ehrlich sagen, mit Schuld, dass wir so willenlos sind. Sie kennen das doch bei süß, da sind wir doch wie enthirnt und essen immer mehr und immer mehr süß, weil es tut halt so gut, es schmeckt so gut. Bei salzigen Chips doch dasselbe, da gehöre ich auch mit hinzu. Wir sind doch völlig willenlos und wieder wie enthirnt und essen und essen und essen. Ja, warum denn? Weil die Evolution in uns angelegt hat, dass wenn wir als Höhlenmensch mal einen Busch finden mit süßen Beeren, dann sollen wir den möglichst ganz auffressen, die Früchte davon. Und wenn wir mal irgendwas Salziges finden, denken Sie doch an die Salzlecksteine für die Tiere im Wald, wenn wir was Salziges finden, sollen wir uns damit unsere Speicher voll machen. Warum? Nun, der Zucker, den wir in Masse zu uns nehmen durch Früchte, dient unserer Energiekonservierung, weil, wie gesagt, der Höhlenmensch dann wieder 3 Wochen rumläuft und nicht adäquat zu essen findet. Und das andere, das Salz, brauchen wir in der Evolution, wenn wir Tiere jagen, damit wir rennen können, weil wir welche der wenigen Spezies sind, die durch Schwitzen, durch Verdunstungskälte Energie abgeben können, Wärme abgeben können.
Sie wissen doch, dass die Hunde hecheln und sehr schnell erschöpft sind, weil sie eigentlich nur über diesen Bereich Wärme abgeben können. Und wir können am gesamten Organismus an der Haut schwitzen. Das macht Verdunstungskälte und haben dadurch einen Evolutionsvorteil. Und damit dieses Wasser, was wir beim Schwitzen verdunsten, auf die Haut geht, müssen wir Salz ausscheiden, weil das Wasser nicht freiwillig über die fettige Haut geht. Das ist also alles hochlogisch. Unsere Willensschwäche bei salzigen Sachen und bei süßen Sachen ist von der Evolution so gewollt, aber unter der Prämisse natürlich, dass wir das nicht ständig zur Verfügung haben im Supermarkt, sondern dass wir nach 30 Kilometern vielleicht mal Beeren finden, die dann wiederum genießbar sind. Also es ist gar nicht das, was Sie essen, sondern die Menge, was Sie davon essen. Besinnen Sie sich an Ihr medizinisches Höhlenmenscherbe. Das ist kein Quatsch, den ich hier erzähle. Glauben Sie mir, Sie bleiben dann gesund, weil Sie Ihr Endothel nicht zerstören. So, jetzt kommt aber noch viel schlimmer. Wenn nämlich diese Entzündungsreaktion begonnen hat, dann kommen noch die Makrophagen ins Spiel und sind eigentlich die Saubermänner und wollen an dieser Stelle aufräumen. Ja, aber wenn die aufräumen wollen, das wissen wir, dann fressen die den Müll weg und übergießen den mit freien Radikalen, unter anderem die O2-Ionen. Und jetzt ist das Blöde, das O2-Ion kann mit dem NO aus dem Endothel reagieren chemisch zu Peroxynitrit. Das heißt also, die Makrophagen wollen eigentlich aufräumen, aber mit ihrem O2-, nehmen sie uns das NO aus der Nachbarschaft dieser Endothelverletzung. Das heißt also, jetzt fehlt ja noch zusätzlich NO, vasodilatierendes NO aus dem noch gesunden Endothel. Und das heißt, die Vasodilatation wird ja immer mehr gemildert. Ja, das Gefäß kann ja immer enger werden an der Stelle. Ne? Und jetzt wird es halt chronisch. Wenn Sie einfach immer dagegen handeln und Sie rauchen wie ein Schlot und Sie essen völlig hirnlos, muss ich ja gerade mal sagen, ja, völlig einfach nur Ihrer Lust nachgeben, ach, das tut ja so gut, ja, das ist doch keine Begründung, Sie machen sich doch auf Dauer krank, Sie machen doch auf Dauer Ihr Endothel kaputt und jetzt kommt es ja ganz schlimm, wenn Sie das chronisch tun, dann wird der Organismus an dieser Stelle, wo er eigentlich reparieren will, das machen, was er immer macht, wenn er nicht klarkommt. Er wird an der Stelle Narbengewebe bilden. Er wird, weil hier Druck durchläuft, versuchen, das zu stabilisieren und baut Kalk ein. Und wir bekommen dann die Arteriosklerose. Ich habe das extra in Braun gezeichnet als Farbe des Todes, damit Sie es wirklich verstehen. Und jetzt ist doch klar, was an dem Bereich passieren kann. Das da ist doch, wie ich jetzt schon öfter sagte, wie Korallematerial. Wenn Sie da mit der Pinzette draufhauen, dann macht es ganz hell, kling, kling. Und wenn Sie mit der Schere durchschneiden, dann knistert es und ist hartes, nicht dilatierbares Material. Ja, das ist wichtig, das zu wissen, dass das da was Festes ist. Es ist ja fast wie Stein, das kriegen Sie da nicht mehr an der Stelle weg. Aber schuld sind Sie. Sie haben das ausgelöst durch Ihr Fehlverhalten. Und jetzt passiert natürlich Folgendes, wenn die Thrombozyten ja vorhin schon huschig waren und Alarm gegeben haben, als hier nur Endotheldefekt war, dann sind sie natürlich noch mehr aktiviert, wenn diese Rauigkeit der Arteriosklerose hier eingebacken wird. Es kann an der Stelle zur Verklumpung der Thrombozyten kommen und zum Einlagern von Fibrinfäden. Das ist wie bei der Autobahn, wenn diese Wägen sich querstellen und machen Baken als Vollsperrung. Und die Vollsperrung im Koronargefäß heißt, es kommt zu einem Herz. Infarkt. Aber dass das passiert, das haben Sie ausgelöst über viele Jahre. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt nicht viele Schicksale. Wenn jemand Mukoviszidose hat, durch eine genetische Veränderung, dann ist das Schicksal. Wenn jemand eine schwere Infektion bekommt, die er vielleicht nicht überlebt oder sehr darunter leidet, dann ist das Schicksal. Das da sind Sie. Sie. Sie ganz alleine. Niemand anders. Sie sind es. Überdenken Sie Ihren Ablauf Ihres Lebens Tag für Tag, was Sie tun, von alledem, was ich vorhin sagte. Essen Sie fettarm, essen Sie ohne Zucker. Bewegen Sie sich, damit wenigstens der Zucker verbraucht wird im Organismus? Nein. Also, das da ist eigentlich Selbstmord auf Raten. Wenn Sie Ihr Endothel kaputt machen, dann ist das Selbstmord, der irgendwann gelingt, wenn der Herzinfarkt stark genug war oder der Schlaganfall ausreichend war. Aber das fällt nicht vom Himmel. Das ist kein Schicksal. Das sind ganz allein Sie.
So, jetzt gehen wir aber doch nochmal, jetzt wollen wir etwas runterkommen, ja, und wir gehen nochmal zur Angina pectoris, also wenn der Infarkt noch nicht stattgefunden hat. Es wäre ja schön, wenn es in Natura so ginge, schwupp, weg mit der Verstopfung. Jetzt ist da aber noch ein anderes Problem. Das Blut muss ja durch diese Engstelle fließen. Und es ist ja klar, dass durch diese Verengung, diese starre Verengung, es zu einem Stau kommt in diesem Bereich. Das heißt, hier hinten kommt ja weniger an, als es normalerweise ankäme, wenn hier komplett das Lumen des Gefäßes frei wäre. Und folglich ist es natürlich so, wenn wir in einem Herzkranzgefäß den Bereich, der nach der Engstelle liegt, nach der Arteriosklerose, belasten, insofern als der Herzmuskel dahinter mehr Sauerstoff fordert, er möchte mehr Durchblutung, geht aber nicht, dann kommt es in dem Areal, was der Engstelle nachgeschaltet ist, zu einer schweren Angina pectoris. Ja? Und Sie wissen doch jetzt, was man, und jetzt mitdenken, bei einer Angina pectoris, wenn die auftritt und den Schmerz macht, als Notfallmedikation gibt, 2 Hub eines Nitrodonators. Und wie soll das wirken? Und das erklären jetzt mal Sie. Nicht ich. Das hier müssen Sie verstehen, wie es funktioniert. Und ich mache jetzt einfach mal Pause. Denken Sie nach. Und ich bitte Sie jetzt wirklich an der Stelle mal abzuschalten. Ich will Sie mehr einbeziehen. Ich will Ihnen etwas mehr die Denkpeitsche noch geben. Machen Sie jetzt Stopp, überlegen Sie selbst und knobeln Sie, ob Sie auf die Idee kommen, wie das da gelöst werden kann. Also warum NO-Donatoren den Schmerz lindern bei einer Überbelastung, auch wenn da so eine feste Engstelle sitzt. So, ich gehe jetzt in die Beantwortung über, wenn Sie wieder eingeschaltet haben. Denkpause ist vorbei. Wir geben also 2 Hub Nitrospray. Was manchmal völlig naiverweise gesagt wird in Prüfungen ist, ja, damit wirken wir auf die Sklerose ein und die wird dann weit und dann ist hier hinten die Perfusion des Herzmuskels wieder normal. Mensch, Leute, wie soll das denn gehen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Wie denn? Ich sage doch jetzt zum 100. Mal, das da ist zirkulär so starr wie Korallenmaterial. Da kann man nichts dilatieren. Ja, das ist doch eine völlig falsche Vorstellung vom Wirkmechanismus. Dann sagt jemand, ja, aber die Koronarien, die dilatieren ja doch unter Nitro. Ja, schon davor und danach. Dann ist aber hier danach noch lange nicht die Perfusion mehr, weil die Engstelle, die zieht sich ja dann ein, die wird ja nicht dilatiert. Das heißt, es bleibt immer gleich, diese Durchflussbehinderung. Also die reine Dilatation hier, das nutzt wenig. Höchstens, dass Randbereiche über Kollateralen etwas versorgt werden. Aber da, an der Stelle, kann ich nichts verändern. Und jetzt denken Sie wirklich bitte mit. Das ist nämlich wichtig. Wir haben doch vorhin jetzt gerade geklärt, dass 2 Hub Nitrospray wenig eigentlich an den Arterien dilatieren, aber doch sehr stark an den großen Venen. Ja? Nochmal, die normale Dosis von NO-Donatoren dilatiert die großen Venen. Was passiert denn dann? Mitdenken, bitte. Ich muss heute mal etwas streng sein, weil diese Themen sehr wichtig sind. Nun, es ist doch so, die NO-Donatoren geben NO ab. Die wenige Muskulatur in den großen Venen wird relaxiert und jetzt nehme ich mal alles weg, was unübersichtlich macht und wir führen dies durch. Wir geben jetzt die 2 Hub Nitro und bumm, dilatieren sich die großen Gefäße. Was heißt das übersetzt? Nun, in den großen Gefäßen ist einfach mehr Platz durch die Dilatation. Das heißt, die haben mehr Kapazität, um eine Menge Blut aufzunehmen. Und deshalb dieser zweite Begriff für die großen Venen, das sind die Kapazitätsgefäße. Wenn sie geweitet werden, haben sie eine hohe Kapazität, viel Blut aufzunehmen. Und jetzt ist es doch rein physikalisch. Denken Sie mit, bitte. Wenn Sie da Blut und Volumen versacken lassen, pharmakologisch, dann fließt doch weniger ins Herz zurück, ins rechte Herz zunächst. Es fließt weniger durch die Lunge und es kommt doch auch links weniger an. Ja, der linke Ventrikel ist
weniger gefüllt, wenn sie eine venöse Dilatation durch NO-Donatoren gemacht haben. Und jetzt muss es doch bei Ihnen klingeln. Was ist denn jetzt die Konsequenz? Wir haben vorhin gesagt, wenn da drin in der Diastole der Druck niedriger ist, und es ist ja klar, wenn es weniger gefüllt wird, ist dann dieser diastolische Druck auch weniger sinnigerweise, dann werden die Koronargefäße besser gefüllt. Das ist das eine. Also schon der Zustrom ist leichter und auch hier hinten ist der Strom im Gefäß leichter. Allerdings nutzt das nichts gegen diese Verengung. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Dennoch, die Zufuhr von Blut in die Koronargefäße ist erleichtert. Und jetzt kommt doch das Zweite und das muss man einmal verstehen. Wenn links der Ventrikel durch weniger Rückfluss aus den Venen weniger gespannt ist, dann passiert Folgendes, was ich mit meinen Fingern erklären will, weil keine Zeichnung es so gut könnte. Wir stellen uns vor, meine 10 Finger seien Aktin- und Myosinfilamente hier oben in diesem sonderquer gestreiften Muskel, Herzmuskel. Der ist ja nur deshalb anders, weil er synsozial leitend miteinander verbunden ist. In diesem Herzmuskel gibt es als kleinste kontraktile Einheiten auch das Aktin und Myosin, wie im Skelettmuskel auch. Und wir wissen, die Aktin- und Myosin-Filamente hangeln sich aneinander vorbei und machen die Kontraktion dieser Muskeln, hier des Herzmuskels. Und jetzt überlegen Sie doch, was passiert, wenn der linke Ventrikel immer mehr überdehnt wird. Schauen Sie mit zu. Immer mehr überdehnt, immer mehr überfüllt, immer mehr überfüllt. Ups. Jetzt ganz übertrieben, irgendwann hört das Herz auf zu schlagen, weil einfach die Aktin- und Myosinfilamente nicht mehr überlagern würden. Das ist aber jetzt nur metaphorisch gesprochen. Aber Sie verstehen jetzt, was passiert, wenn der linke Ventrikel weniger gefüllt ist, weil weniger zurückströmt und weniger über die Lunge ankommt. Ja, dann überlappen doch plötzlich diese Aktin-Myosinfilamente mehr und besser und die können plötzlich sehr viel ökonomischer diese Pumparbeit verrichten. Und das ist der Hauptmechanismus. Dadurch, dass Sie die Füllung des linken Ventrikels vermindern, pumpt er leichter, ökonomischer und braucht weniger Sauerstoff. Und das ist das Geheimnis, warum auch bei einer Arteriosklerose eine Dehnung der Venen, der Kapazitätsgefäße eine Verbesserung bringt. Denn wenn der Herzmuskel ökonomischer arbeitet, verbraucht er weniger Sauerstoff. Und jetzt fragen wir uns, was war denn die Ursprungsindikation? Die liegt ja darunter. Die Ursprungsindikation war doch, dass der Schmerz auftritt, weil Sauerstoffmangel besteht. Und jetzt stellen Sie das ab, indem Sie die Herzarbeit ökonomisieren und der Sauerstoffverbrauch ist weniger. Und dann ist doch klar, was passiert? Dieser Schmerz geht doch weg. Der Sauerstoffmangel ist doch relativ weniger, also relativ gesehen, hier hinten in diesem Bereich, der schlechter perfundiert ist. Das ist die Wirkung. Hier wird nichts dilatiert. Und bitte das so lange durchdenken, bis Sie es drauf haben, weil es ist ja wichtig, bei diesem wichtigen Organ Herz adäquat und richtig zu entscheiden, was Sie tun in der Therapie. So, und jetzt wollen wir zu den Wirkstoffen kommen, denn jetzt haben wir alles verstanden, was wir wissen müssen. Und es gibt verschiedene NO-Donatoren, die wichtigsten sind mal hier gelistet als Pates pro Toto, also eine gewisse Auswahl und die kann man, ich habe jetzt mal alle aufgeschrieben, unterscheiden in diejenigen, die NO freisetzen, indem sie enzymatisch gespalten werden in der glatten Muskulatur der Gefäße direkt. Also dort kommen die Substanzen hin, dort drin sind Enzyme und die setzen das NO frei und dann ist das NO ja schon am Zielort, nämlich in der glatten Muskelzelle und macht dort eine starke Dilatation und bei Gefäßen eben eine Vasodilatation. Die anderen beiden hier unten, die können NO freisetzen, ohne dass die Enzyme der glatten Muskulatur beteiligt sind. Das ist der Hauptunterschied dieser verschiedenen Substanzen, deshalb hier dieser schwarze Strich. Jetzt habe ich hier oben nochmal einen blauen Strich gesetzt und ich will mal die unteren wegnehmen. Die ersten beiden, das Glycerol-Trinitrat, das GTN und das Isosorbit-5-Mononitrat, das ISMN, das sind Substanzen, die sehr schnell ihre Wirkung zeigen und zwar nicht lange wirken, aber sehr schnell diese Vasodilatation machen im Bereich der Venen.
den Sauerstoffverbrauch im Herzen senken und damit der Angina pectoris entgegenwirken. Und diese Substanzen sind für die Akutanwendung gedacht. Das ist das, was der Patient meistens als Spray dabei hat, wenn er akut irgendwo unterwegs eine Angina pectoris entwickelt, also diesen akuten Schmerz. Okay? Die anderen beiden Substanzen, das Isosorbit-Dinitrat und das Pentaerythryl-Tetranitrat, ein schöner Name, die setzen mit ihrer Wirkung zeitverzögert ein und beim PETN dauert es bis eine halbe Stunde, bis überhaupt die Wirkung auftritt. Das heißt, sie sind ja nicht für die Akuttherapie geeignet, aber die beiden wirken länger. Und aus dem Grunde können die als Angina pectoris Prophylaxe chronisch gegeben werden, über den Tag verteilt. Also schnelle Wirkung, schnell einsetzende Wirkung, das ist zur akuten Anfallskupierung, nennt man das, geeignet. Es kommt recht schnell zu einer zu einem Sauerstoffsparen und damit zu einem Nachlassen der Symptome. Und das wäre geeignet, um tagsüber eben eine Prophylaxe zu machen. Jetzt muss man eins wissen bei denen hier oben. Das waren ja die, die aktiviert werden durch Enzyme, die in den glatten Muskelzellen der Gefäße drin sitzen. Es kommt leider bei dieser enzymabhängigen NO-Freisetzung sehr rasch zu einer Toleranzentwicklung. Das heißt, wenn ich das die ganze Zeit durchgehend tue, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und man braucht die Enzyme, sich erholen zu lassen und die Aktivierung und die Freisetzung von NO zu gewährleisten, eine Pause. Wenn so eine Toleranzentwicklung sehr schnell passiert, dann ist es eine Tachyphylaxie. Und bei den NO-Donatoren, die enzymabhängig NO-Freisetzung, passiert die schon innerhalb eines Tages. Sinnigerweise macht man nachts eine Nitratpause, vor allem deshalb, weil nachts die Gefahr der Angina pectoris normalerweise nicht so hoch ist, weil der Patient schlichtweg schläft. Wenn er natürlich nachts hohe Action hat, dann kann er auch in der Situation Angina pectoris entwickeln. Also die Nitratpause, wenn Sie Vampir sind und eben tagsüber schlafen und nachts aktiv sind, dann müssten Sie tagsüber die Nitratpause einnehmen, dann, wenn Ihre Hauptruhephase stattfindet. Und wenn dennoch danach Symptome wären, auch wenn Sie diese Pause einlegen oder gerade durch die Pause, dann hat man die Möglichkeit, dieses Molsidomin, was vorhin in der Tabelle schon gezeigt wurde, anzuwenden, weil es ohne Enzymbeteiligung der glatten Muskulatur NO freisetzen kann und dies dann unerschöpfbar über den gesamten Tag tun kann. Also nochmal merken, normale NO-Donatoren, die enzymatisch durch die glatte Muskulatur NO freisetzen, da braucht man die Nitratpause, sonst wirken sie nicht mehr. Und das andere ist eben dann, wenn das dann nicht klappt mit so einer Pause nachts und der Patient dann darunter Beschwerden hat, dass Sie das Molsidomin geben können und das setzt dann über 24 Stunden, je nachdem wie Sie einnehmen, NO frei. Ja, das sind die Unterschiede. Da gibt es keine Toleranzentwicklung, weil ja diese glattmuskulären Enzyme nicht beteiligt sind. So, und jetzt auch da noch merken, das ist nicht akut wirkend, weil es sehr langsam in seiner Wirkung eine NO-Freisetzung macht und damit eine Vasodilatation. Jetzt gibt es noch eine Substanz in dieser Tabelle, die wir besprechen müssen, und da habe ich einen roten Strich gemacht, weil ich Ihnen noch nicht so ganz die volle Wahrheit erzählt habe. Nämlich das Nitroprusid-Natrium ist zwar auch ein NO-Donator, wirkt aber tatsächlich mehr auf arterielle Gefäße. Das ist eine Substanzeigenheit. Und jetzt werden Sie sagen, wie kann das denn sein? Normalerweise NO-Donatoren, die wirken doch sehr stark dilatierend auf die Venen, weil da glatte Muskulatur nur wenig vorhanden ist und macht wenig an den starken arteriellen Gefäßen, an den glattmuskulär starken glatten Gefäßen. Nun, was A anders ist bei den Venen und den Arterien ist, dass die glattmuskulären Enzyme sich etwas unterscheiden und auch diese durch die Enzyme NO-freisetzenden Substanzen etwas unterschiedlich auf beide Kompartimente wirken. Nun, das Nitroprusid-Natrium ist ja enzymunabhängig, hat aber trotzdem eine Präferenz für die glatten Muskelzellen der großen Arterien und auch teilweise der Aorta. Und jetzt ist ja klar, um was es da dann geht, wenn ich primär eine arterielle Relaxation erreichen kann, recht schnell
und kurzwirkend. Das mache ich normalerweise nur auf der Intensivstation mit einem Perfusor. Dann kann ich doch sehr gut sehr hohen Blutdruck senken in der Intensivmedizin. Und mit natürlich dilatiert werden auch die Venen. Das heißt, die Senkung ist sehr stark, die ich erreiche. Und das Nitroprusid-Natrium wird deshalb manchmal verwendet, weil dadurch, dass es schnell wirkt, aber nur sehr kurz wirkt, so um die 10 Minuten, kann ich dann die Drucksenkung, je nachdem wie der Perfusor eingestellt wird in seiner Laufgeschwindigkeit, sehr gut steuern. Sie können also am Perfusor fast mitschauen, wenn Sie da rumregulieren. Na, heutzutage gibt es keine Räder mehr, sondern Displays. Da sieht man, in welcher Zeitschleife ich hängen geblieben bin. Auf jeden Fall, wenn Sie die Durchflussgeschwindigkeit ändern, dann sehen Sie die Veränderung des Blutdruckes innerhalb kürzester Zeit. Also ein sehr gutes Tool bei Bluthochdruckkrisen, wo ich in der Intensivstation über eine gewisse Zeit eine Blutdrucksenkung zuverlässig machen muss. Okay? Und das Letzte hier, wir behandeln natürlich nicht nur mit NO-Donatoren, wenn der Patient Angina pectoris-Anfälle hat, sondern blicken Sie nochmal zurück, es sind ja immer dieselben Bilder, die ich dann verwende, auf den Vortrag über die Beta-Rezeptor-Blocker. Wir geben natürlich als Dauermedikation, damit es gar nicht zu einer Überlastung des Herzens kommen kann, Beta-Rezeptor-Blocker. Im Herzen sind das dann die Leistungsdrossler, die den O2-Verbrauch im Herzen senken und damit kommt das kranke, minder perfundierte Herz nicht so oft in Not. Wir wollen ja diese Angina pectoris-Anfälle nach Möglichkeit vermeiden. Und jetzt nochmal, wenn wegen schweren Asthmas oder einer anderen Kontraindikation ein Beta-Blocker nicht geht, um die Herzleistung zu drosseln, dann kann man mal in der Indikation Leistungsdrosselung des Herzens die Calciumkanalblocker vom Verapamil oder Diltiazem-Typ anwenden. Gut, dann sind wir jetzt mit dem Stoff durch. Ich danke Ihnen wieder als das Projekt. Jetzt ist so, dass mich die User selbst anschreiben, ich solle doch irgendwie mehr Werbung machen, um damit Geld zu verdienen. Ich möchte nicht betteln und ich möchte ja auch nicht solche Sprüche gebrauchen wie, wenn das Geld im Kasten klingt, das Wissen ins Gehirn reinspringt, sondern gehen Sie doch einfach, wenn Sie die Vorträge gut finden und Sie was mitnehmen können, dann gehen Sie auf diese Homepage, dort haben Sie die Möglichkeit, einen Obolus zu entrichten oder, wie ich es ja vorsehe, Sie können nach Belieben dieses Angebot von mir frei benutzen. Vielen Dank für heute. Und diesmal viel Spaß beim Lernen. Das war relativ viel Stoff. Danke.